Hier habe ich gespeichert. Ja, stimmt. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wirst du eigentlich jemals das nachholen, was du nachholen wolltest? Ich habe keine Ahnung. So seit 10 Streams? Wahrscheinlich nicht, oder? Was bekommt man da nochmal? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du musst hier in dem Kampfhäuschen, heißt es, glaube ich, irgendwie. Ich war nah dran. Du musst es ja nicht machen. Es ist, glaube ich, optional. Aber irgendwas bekommt man da theoretisch, wenn man alles gemacht hat. Shortcut-Röhre. Ach ja, stimmt. Bekommt man Schatzmini eventuell? Ah ja. Okay. Dann solltest du das vielleicht irgendwann mal machen. Mhm. Weil wir werden ja vermutlich das Spiel heute nicht durchspielen und wahrscheinlich auch nicht beim nächsten Mal. Nicht die im Museum. Ah, ja. Ich weiß, das sah aus der Richtung, was hätte ich auf die gezeigt, aber ich habe ihn ins Museum gezeigt. Aber du hast mich auch nicht aufgehalten. Nee, ich war gerade am Chat lesen war. Ach so. Nee, also ich denke mal, wir haben ja auf jeden Fall noch eine Luftschlange. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass danach eventuell noch zumindest ein Dungeon kommen wird. Weil Olli hat sich ja quasi in den Pilzpalast eingeschlossen. Ich überlege gerade. Die 4. Ja, stimmt. Sieht man hier auch ganz gut. Nee, also ich denke wirklich, wir machen jetzt hier mit der vierten Luftschlange quasi weiter. Ich denke auch, dass wir die heute auf jeden Fall lösen können. Wir waren ja wirklich beim letzten Mal schon fleißig unterwegs auf dem großen Ozean, haben da viel Stuff gemacht. Gerade auf der Karo-Insel war das, glaube ich, ne? Mit dem Eispergamenton und dem Eisgebiet, was halt super stylisch war. Und den Triforce-Prüfungen, nenne ich es mal. Also das war schon echt cool. Und jetzt können wir ja in den Turm der Götter, ich habe keine Ahnung, wie er eigentlich heißt, aber erinnert mich immer sehr stark daran, genau wie das ganze Gebiet mich an Wind Waker erinnert. Und ich denke, das können wir heute auf jeden Fall abschließen. Aber danach kommt ja noch eine Luftschlange, das ist dann die hier. Und danach liegt dir der Pilzpalast frei, in den sich Olli eingeschlossen hat. Aber da hier noch eine sechste Röhre ist, die wahrscheinlich in den Pilzpalast dann reingehen könnte, denke ich mal, dass zumindest noch ein Dungeon kommen wird danach. Also das dauert, glaube ich, noch. Weil wir sind jetzt zwar schon echt lange dabei, wir haben jetzt, glaube ich, schon 11 oder 12 Streams oder so. Also es ist schon ein sehr langes Projekt, definitiv, der Hochseeturm. Aber es macht ja auch super viel Spaß. Und ich werde sehr traurig sein, wenn es vorbei ist. Aber ich denke, wie gesagt, so ein kleines bisschen was kommt da auf jeden Fall noch. Könnte sogar das längste Paper Mario sein oder ähnlich lang wie der zweite Teil zumindest. Der war, glaube ich, auch recht lang. Wobei ich mir da auch vorstellen könnte, dass ich da ein bisschen langsamer war. Auf der einen Seite, weil ich es noch nicht so gut kannte. Auf der anderen Seite habe ich da, glaube ich, keine 100% gemacht. Aber hier irgendwie schon. Gleicht sich vielleicht auch wieder aus. Aber ja, bin mal gespannt, was noch kommt. Dann einmal rot, einmal blau und meinst du, ich kann die Samus-Maske da reintun? Die ist immer eine Lösung. Aber die Reihenfolge passt nicht. Rot ist eigentlich oben, blau ist unten links und grün ist unten rechts. Hm. Aber es ist immer noch ein sehr schönes Spiel. So aus dem Gesicht. Ich hoffe, das Niveau bleibt auf jeden Fall auch so, wie es jetzt ist. Huch, das war ja ein Tor. Naja, im Nachhinein noch irgendwie ziemlich offensichtlich. Dann los, lass uns reingehen. Ich kann das kaum erwarten, die Turmspitze zu erreichen. Falls das Ding auch mal aufhört. Ich finde halt bislang wirklich jedes Gebiet echt gut. Deswegen, ich hoffe, das bleibt so. Ja, Bug Fables wurde mir schon öfters vorgeschlagen als Paper Mario Klone. Dann hieß es immer, ja, aber es hat Spinnen. Aber ich muss auch leider sagen, dass ich das Spiel echt nicht ansprechend finde, von dem, was ich davon gesehen habe. Also ich finde es ehrlich gesagt echt nicht schön. Dementsprechend, mit oder ohne Spinnen ist in dem Fall eigentlich ziemlich irrelevant für mich. Aber irgendwann wird ja vielleicht nochmal ein neues Paper Mario Spiel kommen, auch wenn es noch dauert. Oh, ein Treffen der 4 Pergamenta. Erde, Wasser, Feuer und Eis. Hallo. Echt? Hm? Ich versuche gerade so ein bisschen die Pergamenta da drin zu sehen, aber ja. Die hinteren ja, die vorderen, also das rechts sieht aus wie ein Schwein. Ja gut, man kann halt hinten rechts gut das Eispergamenton erkennen, das war ja ein Bär. Mhm. Und das Feuerpergamenton als Phönix kann man hinten links auch gut erkennen. Also was gequält wird. Ja, schon. Aber ich stimme zu, die anderen beiden. Aber ich finde, links sieht eher aus wie so ein Wolf. Ja.
Ach so, sind ja nur Statuen. Das war mir auch gleich klar. Das ist immer noch so witzig. Feuer, Wasser, Erde, Eis. Eis ist irgendwo Wasser und Wind? Ich meine, es ist ja auch, du nimmst ja immer Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und ich glaube, dann, wenn du einen Schritt weiter gehst, dann kommt ja auch oft Eis, Blitz, Metall und Holz. Oder Licht und Finsternis. Oder sowas. Na, das ist jetzt nicht so komplett abwegig. Was habe ich eigentlich gerade ausgerüstet? Ah ja, für die Blöcke, ne? Ja. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Und da ist auch der Hochseeturm. Das andere haben wir sogar hier auf der Hohen See. Ja. Es wird so schwierig, am Ende sich auf ein Lieblingsgebiet festzulegen, weil die alle so gut waren. Bei mir ist das hier auf jeden Fall. Uhu. Da muss sogar ein Herz. Es sieht aus wie so ein 1A-Zelda-Dungeon so ein bisschen. Also einfach der... Moment. Oh. Ja. Jetzt kannst du. Jetzt warte ich noch kurz. Ich habe mich um eine Reihe vertan beim Gucken, oder? Mhm. Bleib am besten rechts direkt. Irgendwie hat das nicht funktioniert mit bleib am besten rechts. Nee, da sowieso nicht mehr, beim Anfang dann nur. Das habe ich dir nur nicht gesagt. Ja, das ist immer so das Problem bei dir. Du gibst mir so ein Viertel der Information und beschwerst dich dann, dass ich es nicht richtig ausgeführt habe. Ich habe einfach erwartet, dass du dann selbst weiter denkst. Es ging so schnell nicht. Also ich... Ist das immer der gleiche Rhythmus? Ja. Also ich gehe auf das, gehe ich darüber, dann darüber, ja, dann da. Und dann muss ich irgendwie... Aber dem letzten beiden finde ich das tatsächlich schwierig. Also ich bin jetzt auf der... ein bisschen verändert. Bin jetzt auf der rechten Seite gedanklich. Ich blick da nicht durch. Es ändert sich gefühlt irgendwie immer so ein bisschen. Ah. Die und die fahren nicht ganz ein. Da könntest du Pause machen. Die Hörnchen haben. Mhm. Ach so. Na gut, dann kann ich... mich ja da mal hinstellen und dann da schon mal Pause machen. Und dann vielleicht gucken, dass du zum nächsten Hörnchen kommst. Und zwar, indem du einfach über die linke Seite dann entlang gehst. Ah. Ja. Und zwar jetzt. Es ist gemein in dem Sinne, weil du natürlich versuchst, da komplett durchzukommen und dann feststellst, dass es nicht geht. Weil ich wäre jetzt auch so gewesen und hätte halt wirklich versucht, in einem da durchzukommen. Aber ich meine, mit den Pausen ist es natürlich ein bisschen angenehmer. Mhm. Oh nein, was ist denn mit dem Kopf des Erdpergamentons passiert? Das dann? Nee, rechts und links, oder? Das sind ja nur zwei Drachenköpfe, oder? Nee, dahinter. Das hier. Ah! Das Große. Das habe ich nicht gesehen. Es ist ja in zwei Hälften geteilt. Ob ihm sowas wohl wehtut? Und ganz da oben blickt das Wasserpergament dann auf uns herab. Aber nur mit einem Auge. Ob es uns zuzwinkert? Ha, wie rätselhaft. Wehe. Looking at you, Ali. Wehe, da kommt jetzt ein Zwinker-Smiley. Jetzt auf Ansage sowieso. Sei nicht so predictable. Für 2 Minuten gekickt. Ja. Damit er jetzt über seine Tat nachdenken kann. In diesen 117 Sekunden. Richtig. Ich glaube, die kannst du mal nicht in die Krabben. Mhm. Und Woggle so. Ah, finally. Warum wäre ich jetzt angekriegt von der Seite? Weil es ja schon fast 17 Uhr ist. Oder ist das Ali vor meinem Fenster, der sich beschwert? Huch, kommen Sie her. Ich
wollte alle eigentlich nur 60 Sekunden rauskicken, aber irgendwie habe ich die nicht getroffen. So. Huch. No! Der hat die Kugel gemopst. Kann man kotzen sein. Schon. Oh je, die sieht aber traurig aus. Etwas schön Glänzendes würde sie sicher wieder aufheitern. Der Samuskopf? Ich glaube nicht, dass sie das haben will. Vogel, was? Was ist sie denn da gerade? Ob das wohl schmeckt? Bestimmt, oder? Vor allem ein ganzer Holzpflock. Was rammt sich Vogel denn bitte in die Knie? Dann gehen wir erstmal hier lang. Es geht kaum fest. Ah, stimmt. Josh, danke schön für 20 Monate Treue. Huch. Da hast du nicht aufgepasst. Ich war von Ali abgelenkt. Da hast du schon wieder nicht aufgepasst. Ich hab geblockt. Nein. Du hast einen Schlag abbekommen. Also ich habe versucht zu blocken. Das hier vielleicht, ja. So. Jan, dein Auftritt. Die dritte Reihe drehen gegen den Uhrzeigersinn. Und dann die mit den Koopas ins nach vorne ziehen. Nice. Hm. Wir können ja nichts, die ganze normalen Stiefel einfach weghauen. Beziehungsweise würde ich behaupten, alles, was du mit normalen Angriffen außerhalb des Kampfes besiegen kannst, brauchst du wahrscheinlich keine extra Sachen für. Das stimmt. Aber die Reihen sind auch echt gut gefüllt da hinten. Also so viele Toads fehlen auch gar nicht mehr. Mhm. Außer die nächsten müssen irgendwie auf dem Boden liegen. Mhm. Kai, du weißt doch, du bekommst das einfach alles in Person zurückgezahlt. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Kommen Sie wieder runter. Oder so. Geht der dann vielleicht noch weiter runter? Das habe ich mir auch gerade in dem Moment gedacht. Ich habe ein Schiff gefunden. Und alle Schatzseminis. Okay. Den kannst du aber, glaube ich, auch recht leicht übersehen. Und das Gute ist, mit dem Blockradar sollte ich ja jetzt hier auch nicht unbedingt irgendwas verpassen. Aber das ist... Die Wände da hauen? Ah. Nicht, dass ich es gebraucht hätte, aber ich wollte es aus Prinzip einfach haben. Ja doch. Ich glaube, sonst kommst du da nicht rüber. Flupp. Wer klebt denn hier eigentlich immer alles fest? Ich meine, wir haben auch teilweise noch Wochen nach unserem Umzug überall Klebeband gefunden. Beziehungsweise Tesafilm. Überall an mir dran irgendwie ständig. Ja, das immer unter den Füßen gehabt. Ich weiß auch nicht wieso. Mhm. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gebracht hat. Einfach mal machen. Vielleicht kommt er da nicht mehr vorbei. Oder doch. Ich hab noch nicht so... Ah, da oben kommt er nicht mehr vorbei. Der ist nämlich unten zu. Ah. Ja, stimmt. Too slow. Wie weit muss ich hin? Hallo! Und das sind einige. Hm. Eh.
Ja. Mhm. So. Nice. Also manchmal kann man es mit Sicherheit auch irgendwie... Moment, Hammer. Bitte? Normaler Hammer sollte auch ausreichen. Ich glaube, die blauen kannst du auch one-hitten. Ach so. Okay. Also man kann mit Sicherheit manchmal auch verschiedene Ansätze machen. Also auch mit den Zügen, die man zur Verfügung hat. Also ich denke, da gibt es nicht nur immer eine richtige Lösung. Und ich meine, du musst sie ja auch im Prinzip nicht anordnen. Du kannst es ja auch ohne Anordnung machen. Ist nur ein bisschen aufwendiger. Aber es klappt schon besser mittlerweile. Ist immer noch nicht so das Allertollste für mich, aber ich glaube, auch ohne Jan würde ich mittlerweile nicht komplett verzweifeln. Mhm. So. Irgendwie war der Jingle gerade so unglaublich lang und ich dachte mir nur so, ich will mein Geld aufsammeln. Ich meine, nichts ist länger als der Jingle in Dragon Quest 11, war das, glaube ich, was du gespielt hattest. Mhm. Irgendwas, wenn du irgendwas sagen möchtest. Du guckst immer rüber, dann guckst du wieder zurück, dann guckst du wieder rüber, dann guckst du wieder zurück. Nee, ich habe gedacht, dass du was sagen willst, deswegen habe ich nichts gesagt. Ich habe darauf gewartet, dass du was sagst. Nein, ich hatte meinen Satz beendet. Okay. Guck mal, jetzt sieht er wieder glücklicher aus. Yeah. Wassermarsch. Jetzt kann man es auch wieder besser erkennen. Ich erkenne immer noch nichts drin. Der Kopf des Erdpergamenten hat sich wieder zusammengefügt. Schau nur, wie es lacht. Sieht einfach aus wie Ganon. Sieht wirklich einfach aus wie ein Schwein und nicht wie eine Schildkröte. Ach, ist doch eine normale Heilung. Egal, nimmt man mit. Das ist ja schick. Da sieht man auch die Luftschlange schön. Du hast 10 Münzen verpasst. Das stimmt. Fährt das Ding... Du hast 100 Münzen verpasst. Fährt das Ding auch wieder runter? Also ich... Ganz ehrlich, wenn ihr draußen unterwegs seid... Wobei, wenn ich jetzt sage, wenn ihr draußen unterwegs seid und da liegen irgendwo 10 Euro rum, wer würde sie liegen lassen? Aber dann kommen wahrscheinlich wieder so diese Moralapostel. Ich würde das bei der Polizei abgeben. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich irgendwo ein Portemonnaie finden würde, würde ich das auch bei der Polizei abgeben. Aber wenn ich random irgendwo 10 Euro finden würde auf der Straße... Die darfst du aber auch dann einfach behalten. Es gibt, glaube ich, eine Grenze, ab wann du es zur Polizei bringen sollst oder nicht. Also bei einem Portemonnaie, vor allen Dingen, wenn da halt auch die ganzen Ausweise und so drin sind. Klar, das würde ich jetzt abgeben, aber wenn da einfach random Geld liegt... Ne? Mhm. Deswegen muss ich jetzt die 10 Münzen noch... einsammeln. Na sowas, da kleben ja Toads außen am Turm. Ich hätte Angst um mein Leben, wenn ich da an diesem Turm kleben würde. Aber kein Siegel meines Bruders weit und breit. Wie die wohl da kleben bleiben? Oh. Ist der Boss Tesafilm? Ach, wirklich nicht schön, wie die Toads da festhängen, die Armen. Irgendetwas hält sie da fest, aber was? Hast du gelesen, dass der Tod geschrien hat? Nee. Nein! Mein letztes bisschen Würde! Okay. Aber ich meine, wir hatten jetzt die Buntstifte, den Gummiman, den Tucker. Ja, gut, und jetzt eventuell ist der ganze Bürobedarf einmal durch. Die Sache, was interessant wäre, wenn der mit Klebeband dann irgendwie deine Felder oder sowas zuklebt. Dann könntest du sie mit dem Eispergament und den Kleber einfrieren und dadurch gehen die wieder ab. Ui, das ist ja ein Wettstarren zwischen Feuerpergamenton und Eispergamenton. Wer da wohl gewinnt? Ich tippe hier auf das Eispergamenton. Die Zähne sind einfach furchteinflößend. Feels Punk Hazard Man. Wir wissen alle, wie das leider ausging. Gibt es irgendwen, der in Bezug darauf nicht leider sagen würde? Huch.
dass sie starren einander anpasst, auch sehr gut. So. Machen wir es mal so. Aber ich glaube, die brauchen schon einen etwas stärkeren Hammer. Mhm. Na, hält noch. Wahrscheinlich schon mit Klebeband zusammengeklebt, aber er hält noch. Immer noch. Schieb den mal, dreh den mal um zwei nach links. Schieb den anderen nach vorne in die erste Reihe und dann wieder eins zurück. Ah. Richtig smart. Mhm. Ich finde immer so manchmal dieses, wie soll ich es am besten sagen, wenn ich es halt direkt sehe und dann sagen kann, okay, der wird da eingeparkt, finde ich es eigentlich ganz angenehm. Aber dieses, man muss ihn erst in eine Richtung schieben, um dann was anderes zu machen und ihn dann wieder zurückzuschieben, das sehe ich manchmal gar nicht so. Ja gut, die Formation, muss ich ganz ehrlich zugeben, merke ich mir nie. Also ich glaube, dafür müsste ich die wahrscheinlich wesentlich öfters machen, um die wirklich im Kopf zu haben. Aber ich meine, klar, wenn man sich das einmal so ein bisschen angeeignet hat, dann kann man da natürlich auch mal drauf zurückgreifen. Ich glaube, das Spiel ist auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass du das einfach so ein bisschen lernst im Laufe der Zeit. Kann man hinter dem Hühnchen denn herlangen? Ah ja. Nicht, dass das wirklich viel bringen würde, aber... Nö. Kannst du links auch hoch? Ich guck mir das gleich mal an. Erstmal alles einmal abklappern. Jo. Aber ich denke mal, wenn ich das richtig gesehen habe, dass ich gleich die Zähne vom Eispergamenton crashen darf. Mhm. Flupp. Nice. So, von da bin ich gekommen. Nee, von da bin ich gar nicht gekommen. Hier musst du lang. Gehen sie weg. Oh, das ist ja noch so einer. Aber da komme ich nicht hoch. Dann halt da lang. Muss ich da irgendwie wieder eine Eisplattform durschicken, eventuell? Dann schon noch, dass du einfach da gleich entlang slidest. Und hier ist quasi zum Resetten wieder. Mhm. Das ist ein großes Loch. Wenn das mal so einfach wäre, im echten Leben solche Löcher zu reparieren. Nein, ich wollte das Geld. Ah, jetzt geht's mir besser. Worum geht's gerade im Chat? So, manchmal lese ich einfach nur spontan so eine Chatnachricht und denke mir so, Moment, was habe ich verpasst? Das war gerade wieder so ein Moment. Mhm. Ich versuche erstmal die Gegner platt zu machen. Mhm. Die Frage ist auch hier, ob wir erstmal alles kaputt machen oder ob wir direkt das Rätsel lösen. Weil kaputt machen kann immer noch hinterher alles, theoretisch. Kommst du von da unten eigentlich an dem Loch oben links dran? Hm. Kommst du nur gleich ans Geld nicht dran, aber zumindest ist das Loch schon mal gestopft. Ja. No.